Die Frage geht darauf, ähm, ob ähm, Gewalt auch gegen Sachen ähm, ein taugliches Mittel ist ähm, für eine Erpressung. Und die Antwort darauf lautet ja. Ähm, ganz kurz gesagt ist das Beurteilungskriterium, wäre ein anderer Mensch in derselben Situation bereit, seine Entscheidung quasi nach dem, was angedroht wird, zu richten bzw. von dem beeinflussen zu lassen. Und da sieht man sofort, ja, selbstverständlich, das kann auch bei Gewalt ähm, gegen Sachen sein, das muss nicht nur gegen Menschen sein. Ähm, je lieber einem die Sache ist, desto eher wird man natürlich ähm, sein Verhalten ähm, steuern lassen. Es kann aber auch sein, zum Beispiel sage, wenn, wenn Sie nicht X tun, dann werde ich dieses oder jenes berühmte Kunstwerk ähm, beschädigen oder zerstören. Ähm, das kommt ähm, ähm, sehr auf die Umstände an Tatsache ist, ja, Gewalt gegen Sachen ist ein taugliches Mittel der Erpressung. Der es geht immer, muss man sich klar sein, um die Beeinflussung der Willensfreiheit, also um die Entscheidung ähm, desjenigen, der eben beeinflusst werden soll. Und das sind Sachen durchaus tauglich. Ähm, es ist nicht so, dass einem diese Sachen persönlich am Herzen liegen müssen. Es ist auch nicht so, dass sie einem nur schon gehören müssen. Ähm, keine Ahnung. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind und das Kind hat einen Lieblingsteddybären. Die Drohung, dem Teddybären den Arm abzureißen, wird Ihr Verhalten möglicherweise beeinflussen. Wenn, also mit dieser Drohung kann ich Ihr Verhalten möglicherweise beeinflussen, weil eben ähm, Ihr Kind an dem Teddybären wirklich sehr hängt. Diese Frage geht darauf hin, was denn im Prinzip Einwirkung sei, ob, das, ob, ob es Zerstörung sein müsse. Und die Antwort darauf ist natürlich nein. Ähm, eine erhebliche Beschädigung oder eine Beschädigung eben von etwas kommt wieder auf die einzelnen ähm, Umstände oder die Umstände des einzelnen Sachverhalts an. Aber eine hochkomplexe, sagen wir mal, irgendeine ganz komplexe, komplizierte Uhr, ähm, die kann ich relativ leicht äh, beschädigen. Nehmen Sie ähm, einen Extrem ähm, aufwendig äh, hergestellten Lack oder eine Lackierung eines Möbelstückes, das wird ja teilweise 10, 15, 20 Mal abgeschliffen und wieder lackiert und abgeschliffen und wieder lackiert, da reicht im Prinzip eine winzige kleine Beschädigung aus. Muss ähm, die Sache zerstört werden? Ähm, nein, es muss nicht sein. Äh, es reicht aus, wenn sie beschädigt wird. Kriterium ist noch einmal ähm, die Frage, ob ein anderer Mensch, durchschnittlicher Mensch, in dieser Situation ähm, sein Verhalten beeinflussen ließe. Durch eben das erpresserische ähm, Verhalten. Das kommt sehr stark auf die Sache an, es kommt auf Ihren Wert darauf an, es kommt auf Ihre Bedeutung darauf an. Diese Bedeutung kann emotional sein, es kann Ihre Sache sein, es kann die einer anderen Person sein. Die Sache selbst muss nicht zerstört sein. Wesentlich ist, dass das, was angedroht wird, einen vernünftigen Menschen in ähnlicher Situation dazu bringt, der Brechte sein Verhalten danach auszurichten.